erste Runde des Streams. Mal gucken, ob die läuft oder nicht. Und actually würde ich auch ganz gerne mal das Jump Deck spielen. So, mal gucken, was die erste Runde so mit sich bringt. Ah, okay. Gut, gut. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Eine alte Chillenbill knippt auf den Tag von Schokolade. Ich bin nicht auf. Deren Boros gut. Oh, kann man nicht machen. Ich spiel grad echt wie eine Niete. Ah ja, erste Runde des Tages schließlich. Ich hätte früher backshooten sollen, aber ich musste hinter die Wall um Backup machen gegen den Victor. Hätte ich früher gebackupt, wäre das auch wieder easy gewesen eigentlich. Naja. Oh, Digga, dass die andere noch kommt, ist so nervig, dass die Vora da noch kommt. Den Victor hätte ich so easy geholt, da, aber die scheiß Vora muss noch kommen. Mann, Alter. Egal. 4 Minuten immer noch nicht das Objective eingenommen, das ist eine harte Runde hier. Thank you.
Schade. Schade, schade. Schade, schade. Hat der Victor. Er hat auf 2. Ich muss für Card Rise und dann auf Haven. Sie hat mich jetzt in dem Match zweimal gesolo-ultet und nur einmal bekommen. Sie hat so Bock auf mich irgendwie, ich weiß es nicht. Sie will mich unbedingt tot sehen. Das ist so ein unbelohnender Dreckstod. Von der Victor-Ult zu sterben ist so unbelohnend, aber naja. Naja, naja, naja. Actually würde das nicht sogar mehr bringen, wenn ich mich hier in Position hier mit der Camp und so zocke. Nein, dann bin ich ja hier überbelichtet. Ist doch besser. So sieht man das nicht, dass ich hier so überbelichtet bin. 5, 4, 3, 2, 1. So. Achso, die, ja, okay. Die war aber noch. Ich wollte gerade sagen, wie hat sie mir denn 2,3, also wie hat sie mir denn über 2k Schaden gemacht fast. Aber die Vara war dann auch und hat mich runtergehauen. Gut, gut, gut. Das erklärt natürlich einiges. Wie hat sie mich denn da noch getroffen? Wie? Also ich spiele gerade echt der größte Dreckslamm der Welt. Ah, doch schon. Beim dritten Mal springen über den Zaun gekommen. Woher weiß sie das?
Vara weiß immer, wo ich bin. Einmal deren Stellung bricht, dann hat man eigentlich auch schon gewonnen. Das war ein Deck, das war nicht so gut, dass ich da gelaggt habe. Sie ultet mich schon wieder. Was hat sie denn gegen mich, dass sie mich die ganze Zeit solo ultet, Mann? Ich meine, mit ihr kann man nur solo ulten, aber trotzdem. Dass sie mich dreimal ultet in einem Match. Was habe ich denn getan? Capture point spawning in 15 seconds. Och man, der ist so nervig, der Typ, endlich. Mann, Mann, Mann. Das war ja auch die absolut nervigste Runde, dass wir da die ganze Zeit so am Sweaten sein mussten, also. Naja.